Ja, willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge haben wir die zweite Statue gefunden. Also ich denke mal, diese Mission, dieser Hinweis da, den wir bei dem ersten Statuending gekriegt haben, der war etwas zu früh. Den hätten wir, glaube ich, erst jetzt kriegen sollen. Ist doch nicht weiter schlimm. Wir wissen ja, wo der letzte, die letzte Statue noch ist. Und die werden wir auch dann noch uns holen. Um zu der zu gelangen, müssen wir, in ein Gebiet, das ich noch nicht kenne. Gott sei Dank. Und weiter geht's. Ja, der Anfang des Videos, der ist etwas älter, also 2-3 Tage. Ich musste unterbrechen und zwar richtig. Aber jetzt geht's weiter. Ich habe deswegen auch jetzt gesehen, dass das mein 100. Video hier von Nerim sein wird. Ja. Wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht, würde ich mal sagen. Also ich schätze so mindestens 250 Folgen für das Spiel. Deswegen, also, es gibt noch genug Stoff. So, wir reiten erstmal wieder mal in die falsche Richtung. Aber das hat jetzt hier auch irgendwie schon Tradition. Ja, ob wir jetzt von dem Viech da verfolgt werden oder nicht, ist jetzt relativ egal. Könnte gegen's kämpfen, aber... Nee. Das hier ist... Dass die. Ja, das scheint die zerstörte Kapelle zu sein. Wir müssen ja wegen dem Quest irgendwie nach da oben. Glaube ich. Also. Ja, diese Information steht ja schon etwas länger. Nachdem wir das erste ja schon gefunden haben. Ich würde mal sagen, da und da war ich schon. Ich habe die Videos auch noch nicht Also, ich habe das schon angeguckt, aber. Das ist jetzt auch ein paar Tage her, weil YouTube seit neuestem irgendwie ein bisschen länger zum Verarbeiten braucht. Verstehe ich nicht ganz. Schwebt da ein Köcher in der Luft? Tatsächlich. Cool. Die Götter sind uns wohlgesonnen. Sie lassen sogar Köcher schweben, damit wir an unsere Pfeile kommen. Hat sich das jetzt gereimt? Egal. Cool. Ich weiß auch gerade nicht, wie so ein Fehler entstehen kann. Ja. Da habe ich jetzt nicht genug Erfahrung im Modden und auch nicht zu viel Fantasie oder genug Fantasie dafür. Ja. Wir reiten den gleichen Weg, den wir schon mal zu Fuß gelaufen sind. Lang. Ja, wie ich schon nach 200 Mal erwähnt habe oder so. In den 100 Videos. Okay, passt nicht ganz, aber ja, also die Umwelt und Atmosphäre auf so Landstraßen hier oder wie die Wege hier auch immer heißen mögen, die sind sehr schön gemacht. Und warum leckt das so? Scheiße. Das war jetzt mal ein mieses Ding, aber eigentlich ist die Weitsicht ist deaktiviert, aber die Dingssicht hier, die man in Oblivion ab... reitet da ein Esel gerade lang? Die Einstellung, die man in dem Oblivion-Teil hier angeben kann, da habe ich eigentlich die Sichtweite relativ hochgestellt. Ja, werden wir angegriffen? Von irgendwas? Nee, okay. Alles noch gut. Ja, wenn es noch stärker laggen wird, dann weiß ich nicht, entweder warte ich auf Nacht oder auf Regen. Oder ich schraube ein bisschen an den Einstellungen. Das mache ich nicht gerne, denn... Eigentlich jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendwas zu optimieren, hat es am Ende dann gar nicht geklappt. Also entweder war was dann hässlich, oder die Framerate war im Keller, oder die Videos wurden dann einfach mal, ja, 1,5 Gig oder so. Das hatte ich auch schon mal. Ja, wir... Da können wir noch nicht hin, deswegen gehen wir jetzt mal nach da oben reiten. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, wahrscheinlich schon, aber... Da oben war ich noch nicht. Also, noch nie. Es ist für mich quasi so ein Blind-Let's Play in einem Nicht-Blind-Let's Play. Ich weiß gerade gar nicht, wie... Gibt es einen speziellen Ausdruck für Nicht-Blind-Let's Play oder ist das dann nur Let's Play? Nein, nein. Genug vom Philosophieren über das Let's Play an sich und im Allgemeinen. Ja. Hier ein, weiß ich nicht, das ist japanisch oder chinesisch, scheißegal, einen ostasiatischen Brückendurchgang-Ding. Also irgendwie stimmt etwas nicht mit der Weitsicht, ich weiß auch nicht. Ja, hier, wir treffen auch hier schon mal ein Bauernhaus der Freya. Ist das nicht eine Göttin für Eis oder sowas in irgendwelchen nordischen Kulturen oder schrieb man die anders? Egal. Wir betreten ihn mal. Also hier, die scheinen gegen
Vampire sich verteidigen zu wollen. Weiß ich nicht, also ich spreche jetzt mal aus Fantasie. Ich würde mal sagen, gibt es dann entweder den Quest, dass man das stehlen soll, damit man... Doch nicht. Damit man hier irgendwie, dass die Vampire die töten können, oder allgemein, dass es hier irgendeinen Vampir-Quest gibt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch normal, vor in Nerim vor die Haustier so ein bisschen Knoblauch zu hängen. Ach gut, das sieht hier eher nach einer Fleischerei aus oder sowas. Was möchtet ihr? Ach, hier kann man was kaufen. Das ist dann aber nicht gut markiert, also ich werde einfach jetzt dran vorbeigeritten. Ach, komm, Ranzig, kannst du den Arsch schieben. Ranzig brauche ich jetzt nicht wirklich. Dietriche habe ich, glaube ich, noch einen mindestens. Ja, ist hier noch... Ist hier vielleicht irgendwas Besonderes? Schade. Also bei manchen Bildern habe ich wirklich das Gefühl, dass die verzerrt wurden, nur damit man... Damit es halt nach einem anderen Bild aussieht. Weiß ich jetzt nicht, ob das... Oder es ist irgendeiner der... tollen neuen Kunststile, den ich nicht verstehe. Was haben wir hier? Ja, ein paar Tränke hier. Brauchen wir nicht, Ranzig, brauchen wir überhaupt nicht eigentlich. Was haben wir hier? Ah, wieder mal ein Köcher, also... Die Götter waren uns mal wieder hold. Naja, wobei, ich wette, durch diese Teile kann man sehen und dann haben die da irgendwie, hat eine Ratte das gesehen oder sowas und dann ruft die Ratte die Wachen und die Wachen greifen mich dann wieder an oder sowas. Naja, also ich glaube, es hätte eben schon regnen sollen, nur irgendwie hat die Animation ein bisschen gesponnen. Egal. Ja, diese Folge ist noch nicht viel passiert. Aber so welche langweiligen... Oh, ist das cool. Das gefällt mir jetzt richtig. Geil. Und vor allem, wie das hier aussieht, als hätte der Typ Flügel oder sowas. Oder ist das ein Helm? Ist das ein Helm? Ist das ein Helm? Geil. Ist das ein Helm, oder? Ja, also auf jeden Fall sehr cool. Würde ich auf jeden Fall betreten. Egal, was dahinter ist. Auch wenn da die Hölle ist, werde ich das betreten. Also bei solchen geilen Statuen hier, das ist es allemal wert. Ja, vielleicht kriegt man hier auch eine Quest für oder was. Unmöglich, nein! Lass mich rein! Scheiße. Ach, scheiße, ich will hier rein. Ja, dann werde ich mal irgendwann gucken, was für ein Quest ich hier brauche, weil hier will ich auf jeden Fall rein. Also nee, so einfach lasse ich mich nicht abspeisen. Unmöglich gibt's nicht. Ja, gut, nach diesem herben Rückschlag... Oh, das ist aber auch so ein geiles anderes Zeichen da auf der Karte, ey. Scheiße. Ey, wenn's mal cool wird, braucht man einen Schlüssel, ey. So ein Scheiß. Ja. Ja, und ich brauche noch 4000, 8000 irgendwas Erfahrung bis zum nächsten Level. Also erst verarschen uns die Götter, indem sie uns mit Köchern da irgendwie beglücken. Und dann fallen sie uns eiskalt in den Rücken und verhindern, dass wir coole Dungeons erleben und Stufen aufsteigen. Ja, deswegen werden wir die Götter auch stoßen. Also vom Thron jetzt. So. Ja. Sehr schweres Schloss werde ich gar nicht ausprobieren. Der Skill meines netten alter Egos ist zu schlecht und mein eigener irgendwie auch. Und außerdem ein Bauernhaus brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu knacken, das Schloss. Es sind nur Bauern, die haben nichts. Außer Heu und... Ja. Es leckt schon wieder, obwohl es regnet. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das bei normalem Wetter oder bei Regen am schlimmsten ist mit der Framerate. Ja, ist auch egal. Ach, Scums. Cool. Scumpies. Die werden uns keinen Schaden machen. Also schon, aber... So wenig, dass es eigentlich irrelevant ist. Was ist denn das? Ah, das ist cool geschwungen, das Schwert. Gefällt mir auch. Magiker absorbieren. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Scums Magiker besitzen. Außer ihre Scump-Magie und... Wer braucht Scump-Magie? Ja, komm. Warum machen wir eigentlich so wenig Schaden? Ja gut, wir werden danach auf jeden Fall erstmal unsere Waffen reparieren. Wir können ja jetzt auch, soweit ich weiß, Dings reparieren. Normale. Nee, nicht normale. Die auch, aber... Speziell magische Ausrüstung, was sehr praktisch ist. Oder habe ich das nur geträumt? Ja, ich träume hier auch von hier. Elementarer Lebensinhalt. So ein Schwachsinn, ja. Nein. Wo ist der andere Scump hin? Weil wegen dem ich jetzt... Weil wegen dem kann ich nicht rasten. So hätte es heißen sollen. Und dann kam es aber anders raus, als ich wollte. Ja, da ist er schon. Die machen auch einen
sehr hohen Damage, was mich auch ein bisschen wundert. Mal sehen, was haben wir denn an spezieller Ausrüstung? Na gut, wir sind jetzt noch nicht so überlastet. Ja, nee. Das brauchen wir auch nicht. Vielleicht hätte ich mal irgendwas verkaufen sollen. Ich würde sagen, wir trinken einen ranzigen Heiltrank. Mehr ist dieses Viech nicht wert. Ah ja, da können wir auch mal ein bisschen mit dem Bogen draufhalten. Wir haben jetzt einiges an Pfeilen gefunden. Eisenpfeile, danke. Und der ist auch nicht sonderlich schlau, der Scamp. Ich glaube, das ist das Stärkere. Miese Verletzung. Also die sind definitiv stärker als die normalen Scamps. Ja, aber gleich ist er auch tot. Ja, mit diesem schönen Skill, diesen schönen, Präsentation meines übergöttlichen Skills, verabschiede ich mich von dieser Folge, Nerim. Also, macht's gut.